Ja, aber Maja, da wir auch nur eine halbe Stunde Zeit haben, will ich auch nicht zu lange warten. Heute haben wir zu Gast bei uns im OECD Tête-à-Tête, was mich ganz besonders freut, unsere, ja, Freundin, möchte ich fast sagen, Maja Göpel. Maja, wir sind schon lange miteinander verbunden als OECD, auch in früheren Inkarnationen. Heute bist du da, um mit uns über deine Arbeit zu sprechen, über die Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft zur Nachhaltigkeit. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast auf jeden Fall die Anmeldeliste gesprengt. So viele Anmeldungen hatten wir noch nie, aber das hatte ich auch nicht anders erwartet. Vielleicht als erste Frage zur Einstimmung, Maja, von wo hast du dich denn dazugeschaltet zu uns? Ich sitze heute hier in der Wohnung meines Freundes in Berlin Treptower Park, Entschuldigung, nicht Tempelhof. Sehr Aber es ist schön. eben so ein großer Park vor der Tür. Also sehr schön, gerade den goldenen Herbst zu beobachten, wenn ich so über die Ja, Berge und ich sehe den rausschaue. hier auch aus dem Fenster raus. Das ist doch die richtige Einstimmung Genau. für unser Gespräch. Maja, du bist oder du signierst oft als Transformationswissenschaftlerin, als Politökonomin. Ich bin, ja, ich, die ja so eine profane Volkswirtin eher bin, ja, bin da neugierig. Erklär das doch mal ein bisschen mehr. Was beinhaltet das denn? Ist das irgendwie so mehr was Übergreifendes, Allumfassendes? Was ist Transformationswissenschaft und was hat dich Politökonomie, was hat dich eigentlich dahin geführt? Wie kannst du damit die Fragen beantworten, die dich interessieren? Also Transformationswissenschaften, wie im Begriff schon angelegt, ist noch nicht so alt. Also tatsächlich so richtig als etablierter, ja, im Grunde genommen ein Feld, ein Forschungsfeld, nicht eine Disziplin, wird es, glaube ich, seit 20 Jahren immer stärker zu einer auch epistemischen Community, nennen wir das in der Wissenschaft immer. Also dass man so ein bisschen weiß, auf wen beziehe ich mich, welche Konferenzen sind relevant, welche Journals sind relevant und so weiter. Und die Ausgangsfrage war immer, wie können wir gesellschaftliche Veränderungen in wirklich struktureller Tiefe verstehen? Was, glaube ich, im deutschen Raum die Ansätze sehr bekannt gemacht hat, war 2011 das Gutachten von dem Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung, Welt im Wandel, was auch ein Stück weit diese Forschungsansätze zum ersten Mal hier in Deutschland anschlussfähiger gemacht hat. Den hast du geleitet? Was hast du, warst du da schon Generalsekretärin oder? Nee, zu dem Zeitpunkt war ich beim Wuppertal-Institut und bin gerade also ich habe immer sehr viel hin und her gewechselt zwischen dem akademischen Arbeiten und dann dem praktischen Arbeiten. Ich glaube, das ist auch das, was mich eben immer fasziniert hat. Wie kann Theorie und das, was Menschen, die dafür bezahlt werden, den ganzen Tag nachzudenken, eigentlich dazu beitragen, dass wir in der Praxis strategischer, informierter etc. handeln können. Und so war ich eben immer hin und her gewandert und war durch die Transformationsforschung dann tatsächlich auch so ein Stück weit überhaupt rehabilitiert worden, wieder im akademischen Raum agieren zu dürfen, weil ich eben nach meiner Doktorarbeit 6 Jahre tatsächlich sehr umsetzungsorientiert gearbeitet habe beim World Future Council. Und dann hieß es immer, dir fehlt ja eigentlich diese 6 Jahre Postdoc-Publikationsliste. Also, damit man in Deutschland exzellent im Akademischen sein kann, muss man eigentlich ganz, 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 ganz viel auskoppeln aus seiner Dissertation in alle Journals schieben, und damit diese Liste lang wird. Und das habe ich eben nicht gemacht, sondern habe gesagt, ich möchte all das, was ich gelernt habe, versuchen anzuwenden. Und dann kam die Transformationsforschung mit einem starken Schwerpunkt auf transdisziplinäres Arbeiten, sprich wirklich am konkreten Problem anzufangen. Und das ist das, was mich dann auch tatsächlich darin fasziniert und zu sagen, wenn es bestimmte Probleme gibt, von denen wir lange beschrieben haben, dass wir sie lösen wollen. Und ich glaube, die Nachhaltigkeitsdebatte ist ja voll davon. Das Wie kommt stimmt. es dann, dass wir da nicht weiterkommen? Und wie können wir dann eben aus einem sehr, also multiplen Perspektiven, das heißt, du bist nicht in einer Disziplin verankert, sondern du sagst, wir brauchen Soziologen dazu, Naturwissenschaftler, wir brauchen Ökonomen dazu und wir brauchen die Psychologinnen im Zweifel eben auch, um verschiedene Perspektiven auf dieses Fortbestehen dieses Problems erstmal zusammenzubringen. Und dann genauso gut auch in der Lösungssuche eben mit PraktikerInnen zu arbeiten. Das ist das Transdisziplinäre, nicht nur zwischen den Disziplinen, sondern mit denjenigen, die eigentlich die Experten in der Umsetzung sind. Und das finde ich eben hochspannend und das hat mich so legitimiert. Also an der Leuphana-Uni bei der Honorarprofessur werde ich immer so ein bisschen als die vorgestellt, die wirklich mal so gearbeitet haben. Also auf einmal ist aus einer Misfit-Laufbahn etwas geworden, was jetzt wertgeschätzt wird. Und da habe ich Glück gehabt, dass der Zeitpunkt einfach stimmte.
Ist ja super. Ja, und du machst das Transdisziplinäre, ja, habe ich jetzt bei der Vorbereitung auch gesehen. Du fasst das ja wirklich sehr, sehr breit. Ich habe gesehen, manchmal arbeitest du auch mit Musikerinnen zusammen und erörterst das Thema sozusagen im Dialog oder hast ein Buch geschrieben, ein Bestseller geworden ist. Und jetzt zuletzt, also auch transdisziplinär, ich denke, das passt da rein, ist jetzt dein Projekt Deutschland zukunftsweisen, wo du dir eben angeguckt hast mit Leuten aus Wissenschaft, aber auch aus der Wirtschaft, worum es jetzt geht, wie es jetzt in Deutschland weitergehen muss, damit diese Nachhaltigkeitstransformation gelingt. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben, das Projekt, und anhand dem Projekt eben auch diesen Versuch, diesen umfassenden Ansatz zu schaffen, der Praxis und Theorie dann auch wirklich zusammenbringt. Mhm. Also aus dieser etwas großen Perspektive der Transformation auf strukturellen Wandel bist du eben sehr schnell in dem, was wir als systemische Perspektive beschreiben. Mhm. Also wenn auf der Straße System Change gefordert wird, sehen wir unterschiedliche Reaktionen. Die einen sagen, jetzt wollen die wieder den Kommunismus herstellen oder den Sozialismus, und der Kapitalismus ist aber das Einzige, was uns helfen kann. Aber systemische Analyse bedeutet eigentlich erstmal, dass ich die Dinge in der Vernetzung betrachte. Also in der Transformationsforschung gibt es zwei Schwerpunkte. Einmal soziotechnische Systeme. Das heißt, ich gehe immer davon aus, dass Technologien aus einer bestimmten Suchhaltung heraus erfunden werden. Es gibt immer eine bestimmte Frage, die einer Entwicklung einer Technologie vorausgeht. Wie können wir das und das machen? Also wir sind ja problemlösende Wesen. Und dann wiederum die Verbreitung von Technologien sich auf die Art, wie wir Dinge tun können und wie wir sie dann auch als normal empfinden, wieder rückwirken. Das heißt, immer Beziehungshaftigkeit ist im Systemischen angelegt. Und die Frage, die bei Nachhaltigkeit natürlich auch virulent ist, sind die sozioökologischen Systeme. Das heißt, wie menschliches Agieren in die Ökosysteme eingreift und damit natürlich auch die Rückkopplung der Ökosysteme für uns, sprich, ja, übersetzt im Grunde genommen die Bereitstellung von Ressourcen oder einer stabilen Klima, Verfasstheit dann tatsächlich auch beeinflusst. Und in dem Kontext zu sagen, was ist eine systemische Perspektive, mit der wir wirklich es schaffen, Nachhaltigkeit als Nordstern im Grunde genommen in die Politik zu bringen, aber auch in die Geschäftsmodelle zu bringen. Also das Wirtschaften tatsächlich dem sozialen und ökologischen Entwicklung dient, anstatt dass wir in diesen drei Säulen weiterdenken. Also sind das ja alle sehr gewohnt. Dann ist die ökonomische Säule, die soziale Säule und die ökologische Säule. Und jeder kümmert sich um eins. Und dann haben wir das Problem, dass ein Umweltministerium eins macht und ein Arbeits- oder Familienministerium das anderes und das Wirtschafts- und Finanzministerium das dritte. Oder in Unternehmen eben äquivalent auch, dass wir sehen, dass die Nachhaltigkeitsabteilung von der Finanzabteilung bislang nicht so richtig ernst genommen wurde häufig. Und die Integration, also eigentlich das, was die ganze Zeit dem zugrunde gelegen hat, also wie können wir die Zusammenhänge gut verstehen und wie kann das Betriebssystem, was ja Wirtschaften eigentlich ist, also die Interaktion zwischen Menschen und Menschen und Mensch und Natur und Mensch und Technik so neu gebaut werden, dass wir Nachhaltigkeit bei Design haben, anstatt dass wir ganz viele Ausgaben haben, wo wir reparieren müssen, weil wir im ersten Rutsch erstmal vieles kaputt gemacht haben. Und diesen Suchprozess, den haben wir jetzt eben mit Wirtschaftsakteuren vorgenommen, weil ich das Gefühl hatte, also seit 2019 haben wir mit den Scientists for Future sehr stark versucht, auch Aufklärung direkt in die Gesellschaft zu bringen, weil das Peer Review Publishing im Prinzip nicht unbedingt so weit reicht, notwendigerweise, dass wir damit die Anschlussfähigkeit und die Unterstützung für demokratische Aushandlungsprozesse in der Bevölkerung verbreitern. Und jetzt zu merken, was aber wirklich politisch relevant geworden ist, ist die Vielzahl der Stimmen, also viele Menschen auf der Straße. Und dann sind natürlich einige Stimmen immer noch, haben eine andere Gravitas als andere. Und da wir sehr häufig gesehen haben, dass die Wirtschaft angeblich unter Nachhaltigkeitspolitik leidet, war es uns total wichtig zu sagen, das ist eine genau veraltete Denke, die in dieser Trade-off-Logik bleibt. Und es gibt aber ganz viele AkteurInnen, auch aus dem unternehmerischen Bereich, die ja zunehmend, und da sind die Zukunftsweisen eine Gruppe, die wirklich sehr systemisch wurde, sektoral im Klimabereich haben wir das ja viel beobachtet, bei Gradstiftung oder React, die sagen, nee, also dieses Gegeneinander ausspielen ist überhaupt gar nicht mehr das Thema, sondern wir sehen die Konsequenzen, die Notwendigkeit, das wirklich ins Design einzubauen, sonst ist das mit dem viel erfolgreichen Wirtschaften in der Zukunft eben nichts mehr. Und diese Stimme stark zu machen und zu sagen, es gibt einige, die aus der Wirtschaft sicherlich auch noch ein Interesse haben,
diese Trade-off-Logik stark zu machen. Das hat mit Besitzstandswahrung zu tun, mit amortisierten Geschäftsmodellen, durch die man sehr viel Geld verdienen kann oder sich teuer rauskaufen lassen kann, wenn man das Drohszenario groß macht. Aber es gibt genauso gut viele, die wahnsinnig profitieren würden und deren Lösungen uns auch sehr schnell eine andere Form der Mobilität, eine andere Form der Landwirtschaft vielleicht, eine andere Form der Lebensmittelproduktion, einer zirkulären Industrie, wenn wir in die Zukunft schauen, ermöglichten, wenn die Politik ihnen das leichter machte. Und das ist der Gedanke dahinter. Sehr spannend. Auf diesen systemischen Ansatz möchte ich gerne nochmal zurückkommen, was auch eben oft bei verschiedenen Problemen eigentlich bei der OECD, ja, wenn man dann jetzt irgendwie sagt, übrigens bei Design, du hast so schön gesagt, Nachhaltigkeit bei Design, das greift auch ein Leitmotiv aus. Vom letzten Mal, da hatte ich Iris Bohnet da, die Verhaltensökonomin aus der Harvard-Uni, und die macht ja Gender Equality bei Design, aber vielleicht ist es ähnlich, in dem Sinne, dass es ja oft so ist, wenn man sagt, ich habe ein sehr wichtiges übergeordnetes Ziel, Nachhaltigkeit, dass auch die Frage der Governance besteht, sowohl im Unternehmen als auch in der Regierung. Ne? Wer bringt das Thema eigentlich voran und wie schafft man das Silo-Denken, sagt man immer so auf Englisch, zu durchbrechen? Und was würdest du sagen, wie weit sind wir da in Deutschland? Das gilt ja doch auch sehr stark dieses Ressortprinzip. Ne? Und Umweltministerien sind typischerweise nicht die stärksten. Das ist ja auch eine Frage, die sich die Koalitionäre jetzt stellen. Also was müsste eigentlich passieren, damit dieses Nachhaltigkeitsthema wirklich alle Ministerien durchdringt und sie an einem Strang ziehen, auch vielleicht verschiedene Regierungsebenen, das ist ja auch so eine Koordinationslinie. Und jetzt stelle ich dir wirklich die allumfassende Frage, aber wir sprechen ja von systemischem Wandel. In Unternehmen ist das ja ähnlich. Also es gibt viele Unternehmen, die irgendwie so Sustainability, bunte Berichte mit den SDGs irgendwie schreiben. Aber ich glaube, es ist oft so eine Abteilung, die das macht, auch mit sehr viel Engagement. Und die Schwierigkeit ist ja, das wirklich ins Herz des unternehmerischen Handelns zu bringen. Wie kann man das denn schaffen? Du sagst, es gibt viele, die das gerne wollen, aber woran fehlt es, dass es noch nicht systematisch so ist? Was muss da passieren? In vielen Bereichen, also man kann es einmal analytisch ausdrücken, wenn es Menschen gibt, die Lust haben, wirklich in System Thinking einzusteigen. Ich kann Donella Meadows empfehlen, die hat ein ganz tolles Buch, wie heißt es auf Deutsch? Das ist nämlich nicht Denken in Systemen, sondern die Grenzen unseres Denkens oder die Grenzen des Denkens, das war Ökom-Entschieden. Und die hat diese Unterscheidung gemacht zwischen einem Purpose, also einer Zielsetzung, wo wollen wir eigentlich hin, die Systemziele, den kann ich deklarieren oder den kann ich leben. Und wir sind in vielen Bereichen aus meiner Perspektive immer noch, was halt tragisch ist nach 40, 50 Jahren, an dem Punkt, dass wir mehr deklarieren als wirklich leben. Weil das würde bedeuten, dass wir das richtig durchkaskadieren in die unterschiedlichen Regelsetzungen, Anreizsysteme, aber vor allem die Key-Performance-Indikatoren. Und da fängt es ja an. Also wir sehen das in Deutschland, wir haben seit langem eine Nachhaltigkeitsstrategie beispielsweise. Und wir werden immer gelobt im internationalen Raum, was wir für eine tolle Architektur haben, weil es ist im Kanzleramt angesiedelt und wir haben einen Staatssekretärsausschuss und wir haben jetzt sogar eine Wissenschaftsplattform, die das verfolgt. Wir haben alle 4 Jahre einen Fortschrittsindikatorenbericht. Und gleichzeitig haben wir jetzt zum allerersten Mal in der letzten Revision überhaupt mal reingeschrieben in die Nachhaltigkeitsstrategie, welche politischen Maßnahmen denn angenommen werden, die Veränderung der Indikatoren zu beeinflussen. Also muss man sich mal vorstellen, wie lange das gedauert hat, dass man angefangen hat, diese strategische Denke in die Art, wie man den deklarierten Purpose versucht anzuwenden, überhaupt übersetzt hat. Trotzdem gab es da keinerlei notwendige Verbindung, ob das eine Wahrscheinlichkeit hat, dass das wirklich so erfolgen kann. Also sind so epische Momente im ganzen Amt, wenn dann da steht, okay, das Verkehrsministerium hat den neuen Verkehrswegeplan als eine Maßnahme zur Erreichung dieser und jener Nachhaltigkeitsziele formuliert und dann eben die Umweltverbände die Hand heben und sagen, mit dem Verkehrswegeplan habt ihr den Eindruck, ihr könnt die Indikatoren positiv drehen? Wo ist denn da für die Evidenzbasis? Das heißt, wir robben uns eigentlich an so eine Form der Wirkungsmessung und der Transparenz über Effekte von Maßnahmen erst langsam ran. Das ist eine Blackbox geblieben. Und so haben wir eine Gesetzesfolgenabschätzung, aber die findet keine Relevanz. Also da ist der Bundesrechnungshof jetzt eingestiegen, da sind Normenkontrollrat eingestiegen. Also all das, von dem man sagen würde, wenn ich ein Ziel erreichen möchte, und es nicht nur deklarieren möchte, dann versuche ich mich ernst zu nehmen und kaskadiere es durch und mache es zu einem handlungsleitenden Ziel.
da sind wir tatsächlich noch immer hinterher. Und das wäre natürlich eine Riesenchance jetzt auch für die neue Bundesregierung zu sagen, wir haben da Ansätze, wir haben nicht nur die Nachhaltigkeitsstrategie, wir haben ja auch gut Leben in Deutschland mal gemacht. Das war nämlich, als diese ganze Lebensqualitätsthematik, die ja auch die OECD sehr stark übrigens geschoben hat mit dem Better Life Index, und zu sagen, es geht nicht nur um Wachstum, sondern es geht ja darum, dass ein Betriebssystem einer Gesellschaft dem Wohlergehen der Menschen dienen sollte. Und dann wirklich zu fragen, was ist denn eigentlich das Wohlergehen der Menschen? Wie können wir das eigentlich fassen? Und auch da gibt es Indikatoren, Sätze, die mit ganz breiter Befragung entstanden sind. Schöne Nachricht, sehr viele Überlappungen haben mit dem, was wir in der Nachhaltigkeitsstrategie sowieso haben, genauso irrelevant bleiben für Haushaltsdebatten oder eben dann die Frage, welche Ressorts müssten kooperieren, damit wir solche Querschnittsmissionen, wie sie ja in der EU auch diskutiert werden, Mariana Mazzucato das stark gemacht hat, eben formulieren können. Und dieses Whole Government Approach wäre dann eben der notwendige nächste Schritt. Und mit dem Klimagesetz sind wir so ein bisschen mal in die Richtung gerobbt. Ja. Da müssen wir momentan übrigens aufpassen, dass nicht das wieder die Sektortrennung wieder aufgerührt wird. Ja. Also das wird ja momentan schön diskutiert und das führt uns genau dann nicht dahin, dass jede Instanz, die auch einen Beitrag zu den CO2-Emissionsentwicklungen hat, sich für sich verantwortlich zeichnen muss, sondern kann man wieder schön den Peter hin und her schieben. Und ich war es eigentlich nicht und die hätten es ja eigentlich leichter gehabt. Ja, also das heißt, wir haben so erste Beispiele, wie wir uns diese Verbindlichkeit gegeben haben und dieses Roadmapping gegeben haben. Das ist ja das andere Wichtige, dass ich nicht immer bei den Zielen in der Zukunft bleibe und dann sage, naja, jetzt noch nicht, ist noch ein bisschen unbequem, diese strukturelle Kurzfristigkeit kennen wir auch. Sondern wirklich zu sagen, das Bundesverfassungsgericht ist da reingegrätscht und hat damit ja auch einen Korridor eigentlich ermöglicht, aus dieser strukturellen Kurzfristigkeit auszubrechen, zu sagen, wenn wir da 2035, 2045 sein wollen, heißt das, übermorgen müssen wir das machen. Sonst ist der Pfad gar nicht mehr realistisch. Und dieses Zusammenspiel von den mittelfristigen Zielen auf kurzfristige Handlungen und dann eben sektorübergreifend, wer hat Knöpfe in der Hand, um diese Ziele erreichen zu können und wie können die am besten kooperieren? Das wäre jetzt wirklich der Auftrag für die neue Bundesregierung und deshalb ist dieses Wie-Regieren, was ja diskutiert wird, fast genauso wichtig wie das, wo wir genau hinstehen. Auf jeden Fall. Ne? Also man kann viele Pläne aufstellen, viele Ziele irgendwie so formulieren und dann ist aber die Frage, man muss vorher sagen, wie komme ich da hin? Und dann, was ich auch sehr schön fand, dein Hinweis, ne, dann kommen die Umweltverbände und sagen, was damit? Also die vielleicht eine Sache, die wir in Deutschland auch beobachten, in unserem neuen Regulatory Policy Outlook, es wird das auch sehr deutlich, dass die Einbeziehung von einem breiteren der Zivilgesellschaft in die Gesetzgebung zum Beispiel, die kommt relativ spät, ja, dass die halt sagen, sich das angucken können, sagen können, oh, hier sehen wir aber ein Problem und so. Das ist vielleicht auch noch so ein Thema. Ja, und von daher komme ich jetzt nochmal zum zweiten Teil der Frage, weil es auch ganz schön zu einem Thema passt, das wir vorher besprochen hatten. Kostenwahrheit, Kostenklarheit, also um Umweltkosten geht es natürlich vor allen Dingen und dann dieses wie integriere ich das eigentlich in mein unternehmerisches Handeln? Und da ist so ein bisschen die Frage, also man hat oft diese Berichte, Sustainability, Nachhaltigkeitsberichte, da fehlt so ein bisschen eine Standardisierung. Ne? Das ist das eine, das ist vielleicht auch ein Auftrag für die OECD, aber vielleicht müsste man noch mehr fragen, das was wir mit einer Mitstreiterin von dir mal sehr lange, sehr interessant besprochen haben, eben muss man nicht viele von diesen Dingen schon jetzt in Unternehmensbilanzen integrieren und es auf die Art und Weise stärker in den Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns rücken. Wie siehst du das? Ist das vielleicht das Hauptinstrument da oder was muss man bei unternehmerischem Handeln, was sagen die Unternehmerinnen und Unternehmer, die da mit dir zusammenarbeiten, darüber, welche Rahmenbedingungen sie bräuchten, um jetzt diese neue, breitere Zielsetzung, die sie anstreben, auch wirklich umsetzen zu können und am Markt zu bleiben? Das müssen sie ja nun auch. Ja, also wir haben als quasi Zugangskriterium für Deutschlands Zukunftsweisen gesagt, wir möchten mit den UnternehmerInnen oder Persönlichkeiten, es ist ja immer nicht das ganze Unternehmen, was gezeichnet hat, sondern Individuen, die in einer absoluten Ernsthaftigkeit auf dem Weg sind und es nicht nur machen, weil das gerade ein Megatrend ist. Weil das ja etwas ganz Wichtiges ist, das haben wir in der Vergangenheit ja sehr gut beobachten können, solange das was Versprechendes war, waren alle dabei und in dem Moment, wo entweder der Druck von der Straße oder von der Politik nachließ, war es dann doch nicht mehr so ernst gemeint. Und deshalb haben wir das als Zugangskriterium gemacht und damit einherging dieses, wir halten uns selber auch verantwortlich. Und damit sind wir genau bei dem Punkt, den du angesprochen hast, der ja unter den Kategorien Capital Accounting, True Cost Accounting, Value Balancing nach vorne rückt und wo jetzt ja auch der Finanzsektor mit aufgesprungen ist, zu sagen, wie können wir denn eigentlich die Risiken
Und aber auch die positiven, also das Impact Investing ist dann ja auf der Seite der positiven. Also wie können wir das, was beigetragen wird im sozialen und ökologischen, mehr sichtbar machen? Das ist ja eigentlich ein Vermögensaufbau, ein Investment. Mhm. Was aber in den aktuellen Risikokalkulationen, ich habe viel mit Betrieben der Landwirtschaft darüber gesprochen, immer nur als Verlustgeschäft gewertet wird. Mhm. Weil die Ertragsrechnung immer nur die Tonne Reis oder Hafer dann bezeichnet, aber nicht... Ja. Wie viel hast du Humus aufgebaut? Wie viel hast du eigentlich Wasser gebunden? Wie viel hast du CO2 gebunden? All diese Erträge kommen in der Bilanzierung nicht an. Und genauso kann man das eben bei den sozialen Anteilen auch schauen. Da sehen wir auch eine große Unterscheidung zwischen jetzt Konzernstrukturen oder Mittelständern, zum Beispiel im Verhältnis von Umsatz zu Arbeitsplätzen oder auch der Anteil von Ausbildungsplätzen, fand ich jetzt auch interessant zu sehen, wie sich das in der Krise auch verändert hat. Also welche Form von sozialem Commitment ist auch da, auf der positiven Seite. Und gleichzeitig wirklich, und damit sind wir bei dem anderen Punkt, den du angesprochen hast, frühzeitig die Risiken so zu deklarieren, dass ich nicht in diese Stranded Asset Problematik reinrutsche. Weil, und das fand ich interessant, weil jetzt gerade in der Wochenendausgabe vom Handelsblatt ein Gastkommentar tatsächlich von Deutsche Bank, die ja auch mit DWS auch hoch kritisiert gewesen, aber da war ich neulich zu Gesprächen, gesagt haben, dass Nachhaltigkeitsinvestment braucht genau diese Klarheit, Transparenz und Standardisierung, damit es eine Verbindlichkeit mit sich bringt. Ja. Und damit es ein Fair Play geben kann und eine internationale Äquivalenz ein Stück weit. Also dass nicht nur die Pioniere immer gegen den Strom schwimmen, ja, und dann haben müssen, dass einige Konsumentinnen und Konsumenten Lust haben, das zu unterstützen und je nach Preiselastizität dann rauskippen oder dabei bleiben, sondern dass wir als Innovationsverständnis in einer Gesellschaft natürlich haben müssen, der beste Standard setzt sich durch und wird das neue Normal. So in der Logik eben zu argumentieren, mit den Akteuren, die das umsetzen müssen, zusammenzuarbeiten. Wir hatten da auch eine Umfrage gemacht mit Janine von Wolfersdorf, die du erwähntest im Juni, zu den Fragen, was aus der Transparenzinitiative der EU erwartet wird und wie die empfangen wird. Und gerade im Mittelstand war das eigentlich eine sehr positive, weil die auch gesagt haben, erstens gibt es uns einen klaren Kompass, wo wir wirklich hinfahren, also diese Verbindlichkeit, und das war auch in den Gesprächen bei der DWS sehr aufschlussreich, erst durch die Verbindlichkeit und dass es ein regulatorisches Momentum hat, hat es viele Leute, denen das sonst so unbequem war oder wir haben es doch bisher auch immer so hingekriegt oder es ist doch nur ein Trend, das geht doch wieder weg. Also das haben wir überall beobachten können. Die Verbindlichkeit von Regulatorik oder eben Transparenzpflichten hilft denjenigen, die Pionierinnen und Pioniere gewesen sind, weil es dann eben gemainstreamt wird, weil es dann eine verpflichtende Sache wird. Ja, und auch gleiche Wettbewerbsbedingungen, ne, muss man auch sagen. Also es ist ja, Nachhaltigkeitsinvestitionen können nachhaltig sein, aber erstmal merkt man es eben nicht. Und wenn alle anderen bilanziell besser dastehen, weil sie das eben nicht berücksichtigt haben, dann steht man schlechter da. Ne? Genau. Fällt für möglich, ja. Riskiert höhere Kosten, als es notwendig wäre. Und dazu ist natürlich, also Nachhaltigkeit, Klimawandel, das sind natürlich alles global, also Klima oder die Atmosphäre ist ein globales öffentliches Gut, also es geht uns alle an. Und das ist aber ja auch ein Punkt, an dem es oft schwierig wird. Das erfordert hohe Koordination. Unterschiedliche Länder sind in einer unterschiedlichen Entwicklungsphase. Nicht alle sind gleichermaßen bereit, jetzt zum Beispiel einen CO2-Preis oder andere Preise für Umweltexternalitäten einzuführen, die eben diesen Rahmen geben würden. Und dann kommt man natürlich in einer globalen Wirtschaft schnell so in Handelsverzerrungen, die auch sehr prominent diskutiert werden. Wie siehst du das? Also wie wichtig ist diese multilaterale Zusammenarbeit und was ist da eigentlich der Weg nach vorne, um Nachhaltigkeit wirklich zu, ja, damit alle an einem Strang ziehen können bei diesem Thema? Also ich finde, dass erstens das Bewusstsein und zweitens ja auch die Fühlbarkeit und Sehbarkeit der Krisen wirklich einen Zeitpunkt erreicht haben, wo die Courage, sich ehrlich zu machen und voranzugehen, wirklich dran ist. Also ich spüre auch zunehmend, dass das eine Erwartungshaltung ist. Gestern Abend haben wir beim Harbourfront Festival über die Pariser Bürgermeisterin Hidalgo gesprochen, die einfach gesagt hat, ihr könnt nichts machen, was mich auffällt, als Paris als wirklich Zukunftsverkehrsort umzugestalten, außer mich abzuwählen. Aber bis das dran ist, mache ich das jetzt und ich lasse mich da auch nicht weiter verunsichern. Und schwupp ist sie eine totale Pionierin geworden und viele, die vorher immer dachten, es wäre eigentlich wirklich wichtig und dieses, das wäre wirklich wichtig, ist sehr verbreitet. Ich glaube, wir unterschätzen, wie stark eigentlich die Überzeugung, dass sich viel ändern muss, verbreitet ist und alle warten so ein bisschen auf den wirklich verbindlichen Impuls.
weil dieser Zickzackkurs und dieses Unklarsein und vielleicht setzt sich doch das Alte wieder durch. Und da muss ich ja aufpassen, dass ich auf jeden Fall beim Gewinnerteam dabei bin. Da haben wir einen ziemlich großen Anteil in einer Gesellschaft. Und wenn die Richtungsorientierung klar ist, glaube ich, können wir uns auch sehr stark selber überholen. Und ich finde, in CO2-Preisen haben wir das gesehen. Jetzt wird es ja gerade vor Beginn der COP sogar schon diskutiert, ob wir da nicht relativ weit jetzt kommen, auch mit dem internationalen Handel. Wir hatten das bei der Border Tax Adjustment Diskussion. Vorher hieß es alles, oh, das geht nicht. Man kann auf keinen Fall die CO2-Preisentwicklung national machen, weil dann haben wir all diese Probleme mit Carbon Leakage etc. Und dann wurde diskutiert, wir machen das auf der EU vielleicht einfach mit dem Border Tax Adjustment, sprich Produkte, die von außen kommen und nicht CO2-Preise haben und deshalb hohe Emissionen inkorporiert haben, müssen diese Ausgleichszahlung an der Grenze leisten, damit der Wettbewerbs, ja, die Wettbewerbsgleichheit im Geboten ist. Und auf einmal kam ganz viel Bewegung in die Diskussion. Dann ist ja der Datenschutzgrundverordnung, um in einen anderen Sektor zu gehen, ja auch. Es hieß immer, oh, das ist nicht möglich. Und auf einmal kam sogar aus dem Silicon Valley, eigentlich ist es gar nicht so doof, dass man vielleicht ein bisschen Privatsphäre für die Individuen versucht zu erhalten. Und wenn die das schon gemacht haben, können wir davon lernen. Das heißt nie, dass die einzelnen Sachen direkt optimal sind. Aber das ist ja auch Teil dieser Kultur. Also dieses Suchen in einer Ernsthaftigkeit, die Anpassung jetzt vorzunehmen, und nicht zu unterschätzen, was das dann auch für eine Bewegung freisetzt, weil ich glaube, viele wirklich einfach darauf warten, dass dieser richtig ernst gemeinte, unhinterfragte Impuls kommt. Und dann diese Allianzen tatsächlich erstmal, Klimaclubs werden ja diskutiert, jetzt in dem Bereich, erneuerbare Energienclubs, dass man bei denjenigen, die sich zusammentun, OECD ist natürlich wichtig jetzt in den ganzen Steuerabkommen, also dass wir eine Mindestbesteuerung haben, hätten auch viele lange gedacht, geht nicht bei großen Unternehmen. Also es passiert ja gerade eine ganze Menge, weil das Gewahrsein darüber, es kann nicht so bleiben wie bisher, recht weit verbreitet ist. Und das wäre eben mein Appell, deshalb heißt zukunftsweise auch mehr Mut Deutschland als Titel, wirklich zu sagen, wir sitzen viele auf dem Zaun und warten einfach nur, dass es legitim wird, sich in der Offenheit, in der Ehrlichkeit und mit dem Suchprozessmomentum zu positionieren. Anstatt dass wir sagen, es darf sich immer nur derjenige bewegen oder diejenige, die eine exakte Blaupause hat, wie es gehen kann. Und dann geben wir uns alle Mühe, um zu zeigen, dass die Blaupause nicht funktionieren wird. Und was damit verlustig geht, ist, dass sich der Status quo in irgendeiner Form für all die Nebenwirkungen rechtfertigen müsste, die ganze Zeit völlig selbstverständlich auflaufen. Ja, also was man auf jeden Fall machen kann, wenn man als, mit gutem Beispiel sozusagen vorangehen will, ist Klimaclub, also zu gucken, wie kann man eine Möglichkeit schaffen, mit den anderen zu verhandeln, zu reden und zu gucken, ob man ihre Bemühungen, auch wenn das jetzt kein expliziter CO2-Preis ist, so vergleichbar machen kann. Also ich glaube, das könnten auf jeden Fall so Ansätze sein. Zu Paris muss ich als ehemalige Pariserin sagen, ich weiß, Hidalgo, ich bin auch großer Fan und ich finde es auch toll, was sie gemacht hat, aber man muss sagen, da sieht man, dass sie nicht ganz in dem System ist. Also was sie regiert, ist Paris intramuros. Da fahren fast alle Fahrrad. Ich glaube, wenn es Grand Paris gäbe mit den Vororten, da wäre die Gefahr, dass sie abgewählt wird, größer. Also da gibt es, glaube ich, mehr, die da unzufrieden sind, weil die Voraussetzungen auch nicht immer gegeben sind, um wirklich das Auto stehen lassen zu können. Ne? Also das muss man auch mal sagen, das wird nicht immer mitgedacht, bevor solche Veränderungen kommen. Aber vielleicht dazu nochmal. Also ich meine, das ist ja schon eine große Veränderung, über die wir hier reden. Ne? Also völlige Veränderung der Art, wie wir Energie nutzen, wie wir wirtschaften, wie wir uns fortbewegen, wie wir wohnen auch. Und ich meine, es ist viel Druck auch von der Straße da. Es gibt viele, die das wollen. Aber solche fundamentalen Veränderungen machen natürlich auch Angst. Hinterlassen Verlierer, nicht nur Gewinner und so. Wie kriegt man das hin? Wir haben nur noch eine Minute mal, eine schwierige Frage, dass man die Leute wirklich auch alle mitnimmt. Also gibt es sicherlich keine Blaupause, aber was sind so Ansatzpunkte für dich? Ich finde, also Forschung, weil wir jetzt nur eine Minute haben, wer sich da weiter reinfuchsen möchte, es ist ja dankenswerterweise unter dem Schlagwort Just Transition relativ viel passiert. Jetzt am Beispiel der Kohleregionen, zu schauen, welche Formen auch der Beteiligung, insbesondere der Betroffenen, es bräuchte, damit in diesen Aushandlungsprozessen mehr Akzeptanz entstehen kann und damit wir auch ein Stück weit da rauskommen, dass die besonders gut organisierten Interessen besonders viel abgreifen und diejenigen, es sind ja nicht nur Kohlefirmen, MitarbeiterInnen, die betroffen sind, sondern eine ganze Region häufig, gerade bei Braunkohle. Wie kriegt man da die Zukunftsorientierung, wie kriegt man die Prozesshaftigkeit, wie kriegt man Governance-Unterstützung, aber auch Finanzierung für diese Prozesshaftigkeiten hin und wie können wir die unabhängig von Interessen gestalten? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt,
und damit schließe ich zurück zur Wissenschaft, einmal wirklich gute Prozessmoderation. Das ist in sich wirklich ein Handwerk, das ist eine Kunst, Prozesse so zu organisieren, dass ich Vertrauen generiere. Und wenn ich da jemanden, der schon ein eigenes Interesse an einem bestimmten Ergebnis hat, als Verhandlungsführerin hinsetze, ist das schwer, dieses Vertrauen aufzubauen. Und deshalb waren die Bürgerräte ja auch ein interessantes Modell, um zu schauen, wie können wir eigentlich anders anfangen, miteinander ins Gespräch zu kommen und vor allem die Grundlagen der Meinungsdifferenzen auch mal nach oben zu holen. Und welche Rolle spielt da Wissenschaft als möglichst interessensneutraler Broker zu erklären, wie die Dinge zusammenhängen, ohne dann zu sagen, das müsst ihr wählen, sondern auch aushalten zu müssen, wenn vielleicht dann BürgerInnen zu einem anderen Ergebnis kommen, als jetzt das Ideale aus der eigenen Forschung mit sich geben würde. Aber wirklich Prozessgestaltung ist da, glaube ich, mindestens so wichtig wie die Kompensationshöhen, die Ökonomen gerne diskutieren. Das haben wir jetzt ausreichend gesehen. Also kann ich viel Geld bezahlen und jemandem das Schild ins Gesicht halten, dich brauchen wir nicht mehr, dann wird das trotzdem an der Wahlurne sich mit Unmut breiten. Ja. Ähnlich ja auch wie unsere großen Investitionsprojekte, die manchmal eben nicht gelingen, weil vielleicht die Beteiligung nicht früh genug anfing und nicht, ja, die Leute sich nicht eingebunden genug gefühlt haben. Maja, wir sind leider schon über unsere Zeit hinaus. Es war super anregend und hat viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Wir machen einen kleinen Blog-Eintrag mit unserer Aufzeichnung. Dann können die Leute sich das auch nochmal angucken und natürlich auch Literatur hinweisen. Wir konnten ja die Sachen eigentlich nur anreißen, aber wer Lust hat, dann noch weiterzulesen, weiter nachzudenken mit dir, mit uns, der ist dann herzlich dazu eingeladen. Vielen Dank, dass du da warst und noch einen schönen sonnigen Oktobertag für dich. Vielen Dank für die Einladung, Nicola. Euch auch einen schönen Tag.